diese, weißt du, diese... Darf ich schon mal das erste abgeben vom ehrlich sein? Ja. Sie schaut nicht einladend aus. Ja, ja. Hallo Leute, herzlich willkommen. Today I'm gonna speak a little bit Deutsch and English because I have here some beautiful ladies. They are actually Jen's friend. And thank you guys for allowing me for joining this vlog. And today we're going to let them taste some Filipino food. So we're gonna see what are gonna be their reactions. So I prepared three varieties of Filipino food. That is, of course, adobo, Bicol Express, and the third one is sinigang. So let's go. So Jenny will be the one to take care of. Okay. Ich sag nur kurz, ja? Dani? Ah, Vicky! Entschuldigung! Vicky, Dani und Julia. Die erste Frage ist nur, ob ihr schon mal Philippinisch gegessen habt oder mal auf den Philippinen wart. Ja? Ja. Ja? Ja? Ja, ja. Ja. Alle waren auf den Philippinen und alle haben schon mal Philippinisch gegessen, aber nicht traditionell. Ja, wahrscheinlich. Ja. Okay. Die Julia hat, glaube ich, schon mal Adobo gegessen. Okay, das ist die einzige, die kennt. Wo? In der Arbeit. Ja. Ach so. Mit einer philippinischen Ärztin. Okay, das ist Adobo. Das kann man mit Schweinefleisch auch machen, aber wir haben es mit Hühnerfleisch gemacht. So. Adobo. Ja, das ist mit, oder kostet er mal? Sollen wir da jetzt Reis dazu nehmen? Ja, das ist mit, muss man mit Reis. Alle philippinischen Gerichte müssen wir mit Reis essen. Doch ein Messer, oder? Geht so. Weil sie sehr geschmacksintensiv sind, da braucht man immer Reis. Und? Ich hab schon gegessen. Und? Wie geht's? Also? Ja? Ja. Hätte mehr. Ja. Also das schmeckt es. Aber ja, guys, you can be honest, yeah. Whenever you really don't like it, it's okay. Nein, sehr lecker. This... Sinigang. Es ist mit Schweinefleisch, mit dieser Tamarindpaste, damit es sauer wird, ja. Und Wasserspinat, das kennst du wahrscheinlich auch nicht. Mm-mm. Okra ist und Okra ist drin. Ja, erkennst du Okra? Ja. Ah, okay. Das ist mir wie eine Suppe. Ja, mit den Filos essen alles mit Reis. Und wer kocht bei euch eher, der Nil oder du, Jenny? Der Nil. Bin zu faul meistens. Schau, man kann auch auf die Philippinen fliegen und ohne, dass man philippinisch isst, gell? Mhm. Bitte, mit Hotels und sowas. Ja, und Vicky? Alles gut. Ja, Deine? Sehr, sehr gut. Mhm. Okay. Okay. Bicol ist ein Ort, wo sie sehr scharf essen. Deswegen ist es auch scharf. Das ist scharf? Ja, aber du kannst mal probieren. Also wir haben es nicht... Wow, schaut urgut aus. Scharf und... Ja, weil dieser Ort hat sehr viel mit Kokosmilch, sehr viel mit Chili. Die kochen sehr viel mit den zwei Sachen. Okay. Was sind da drin? Auch wieder Fisolen? Fleisch? Fisolen, Fleisch, also ja, Fleisch. Oh, Chili. Vicky, das ist so scharf. Aber das ist leider sehr, es muss leider scharf sein, weil so ist es. Also ich finde es sehr lecker. Weil dieser Ort, die essen sehr. Scharf für die Vicky ist. Ja, wenn es nicht scharf magst, ist das nicht so scharf. Ist so scharf. Oh, das ist wirklich sehr scharf. Ja, es muss so. Aber urlecker, Kleine. Echt? So, okay. Jule ist alles, was scharf ist. Ja, was hast du eigentlich auf die Filis gegessen? Ja, wir haben damals da am Strand. Die Vicky hat einmal drei Tage Scheißerei gehabt. Aber wahrscheinlich Grill oder was? Grill oder was? Ja, wie ich den Sonnenschein gehabt habe. Ja, was hat am besten geschmeckt? Oder hat irgendwas geschmeckt? Ja, das erste. Die erste, zweite, dritte. Genau, ich finde auch so, wie es war. Was? Das erste hat eher geschmeckt und dann das zweite und dann das dritte. Das war alles nicht zu scharf. Okay, das heißt das erste... Nein, 1, 3, 2 ist meine. 1, 3, 2? 1, 2, 3. 1, 2, 3, okay. 1, 2, das dritte ist zu spät, okay.
Wartest du? Oh ja. Ich war mit auf den Philippinen, ja. Aber sie haben nicht klassisch gegessen. Sie haben nur so, was ist das, so Meeresfrüchte, oder? Habt sich klassisch gegessen? Na, was haben wir gegessen auf der Insel auf Boracay? Das war traditionelle international, Buffet, ja. Und Ding, das war genau, einfach das ja, internationales Essen. Ja. Ja, weil du weißt ja nicht, was du bestellen was das, ja. Eben, das wollte ich jetzt sagen. Traditionell haben wir gegessen in Vietnam. Mit Schlange und Ratte, das haben wir halt. Echt? Das war wirklich gut. Mit Schlange will ich nicht. Ja, ich glaube, das ist so. Okay, der Bernie, der Mann von Ladani, wird jetzt Adobo. Kosten. Geht schon. Soll ich mal das Fleisch? Das ist so hinter. Was ist? Nein, ich koste einfach. Warum? Ja, es schmeckt jetzt nicht viel nach Essig, finde ich. Echt? Also es gemischt ist mit, das ist eine Mischung mit... Also nach Sojaschuss schmeckt, das schmeckt wirklich gut. Aber ich würde jetzt nicht sagen, philippinisch hätte ich jetzt nicht eingeschätzt. Ich hätte jetzt gesagt, das ist ein gutes Händelfleisch. Also nicht außergewöhnlich, ja, international speziell. Oder so, speziell, dass ich jetzt sage, das ist philippinisch oder das ist irgendwas aus einem anderen Land, sondern einfach ein gutes Fleisch, das... Nach Soja so schmeckt, aber jetzt sieht man nicht viel nach Essig. Okay. Das, aber ich mag Händelfleisch und Sojasauce und deswegen ist es für mich ein gutes Essen. Okay. Und ich schätze auch nicht ungesund ein, wenn du sagst, kein Zucker. Nein, Zucker tun wir eigentlich nicht. Es gibt welche, die vielleicht Zucker. Einfach wegen Essig, dass es nicht zu säuerlich schmeckt oder sowas. Das ist, und ja, aber wir machen es nicht. Vielleicht auf das falsche Chinesisch einfach viel eingedickt und viel Zucker und dickflüssig. Und das ist absolut nicht. Also ich finde es wirklich sehr gut. Okay. Ja, darf ich schon mal das erste abgeben vom ehrlich sein? Ja. Sie schaut nicht einladend aus. Ja, ja. Das okay, ist Philo-mäßig. Sie schaut absolut. Na, wir haben nicht das einladend ja, aus. Das so klassisch ist, Eintopf. Ja. Nein, Eintopf, das ist einfach, es ist farblos, es ist halt nichts Buntes drin. Nein, wir haben Gemüse nicht mehr, das haben wir für die schon, das haben wir schon. Ach so, okay, dann mag es sein, aber das schaut so richtig. Okra war drinnen, Fisolen. Ja, Wasserspinat. Ah, ja. Kann ich schon? Ja, ja. Bauchfleisch. Ja. Aber das ist ja auch bei den Philos so. Warum philippinisch Essen nicht so berühmt ist, weil das nicht einladend ausschaut. Die garnieren das nicht außer in den 5-Sterne-Hotels. Okay, dann garnieren sie das. Aber sonst ist es nicht so einladend wie vielleicht thailändisches Essen oder koreanisches Essen. Darf ich ehrlich sein? Ja, ja. Es ist nicht mein Geschmack. Okay. Es erinnert mich an irgendwas von früher, wo ich eine schlechte Erinnerung dann habe. Dieses Säuerliche. Dieses Säuerliche ist absolut... Ja, ist dann noch legitim. Dazu das fettige Fleisch. Ja, das ist Philipp. Ja. Ist nicht meins. Also... Okay. Aber kosten wir nochmal. Natürlich, aber weil ja, aber wir brauchen ja eine ehrliche Meinung. Ich würde nicht nochmal bestellen, wenn ich die irgendwo. Wenn ich sehe, ich probiere viel, ja. Aber das will ich nicht nochmal probieren. Okay. Nein, weil es nicht mein Geschmack ist. Aber es ist wieder meins. Nein, vom Fleisch her, vom Säuerlichen her. Nein, tut mir leid, es ist nicht wirklich. Ich brauche es nicht nochmal kosten, es ist nicht geil. Okay, passt. Möchte ich vorher wissen, was es ist, oder soll ich es raustesten? Da ist kein Hund oder so, das ist nur ein Schweinefleisch. Das würde ich nicht stören. Also wirklich, ein Hund? Dann würde ich auch probieren. Der hat Schlange schon gekostet. Schlange? Achso, ein Hund, wir können nicht Hund essen. Und was hast du noch gekostet? Ratte. Aber da waren wir auf einem richtigen Rattenmarkt. Nein, trotzdem. Frosch habe ich auch gekostet. Würde ich auch probieren. Ich hasse Ratte schon so lebend. Aber das sind Feldratten. Das war wurscht. Die haben keine Kanalisation dort. Das ist wirklich eine Feldratte, die nicht so wie unsere... grausigen Ratten. Okay. Der Markt war grausig, weil das war schmutzig und Ding. Die Ratte genommen und einmal vom Boden abgehauen. Und dann kannst du es noch essen. Ja. Und auch dort am Boden gehäutet und Ding. Also da mal wirklich auch wieder. Geh mal Fisch spielen. Nein, nein. Weiß Mama. Magst du noch eine Rolle? Oder Suppe von der Omi? Aber isst du gern normal Kokosmilch gern? Oh. Ja. Okay. Aber normale Bicycle Express hat. Also das Gericht heißt so. Das Chili. Heißt so. Chili. Ja. Ja, Piccolo Express heißt das. 6 Stücke Chili gegeben. Ja. Also die Fisolen sind gut gemacht, weil es knackig sind. Mhm. Schmeckt mir schon mal sehr gut. Kokosmilch ist auch sehr gut. Schmeckt mir, das hat mich die Tanne im Gusto gebracht. Mhm, das hat immer am Anfang gar nicht geschmeckt. Der Geschmack schmeckt mir wirklich sehr gut. Oh. Okay, aber das ist nur scharf. Je mehr ich esse, ist mir erst zu mehr, ja. Ich gehe nicht zu 100% zu schwitzen und macht mir keinen Spaß mehr. Das ist halt das Problem. Nein, geschmacklich liegt sehr, sehr gut. Aber ich merke, dass der Mund schon zum Brechen beginnt und deshalb. Der schwitzt schon. Ja, ich beginne auch wirklich schon zum Schwitzen. Ja, in der Sekunde beginne ich zum Schwitzen. Das ist wirklich total.
So yun guys, tapos na sila, natikman na nila lahat so far. Nagustuhan naman nila. And yun, this time kakain na sila ng normal siguro. Tapos nagawa pa si Jenny nung parang sushi. So, and yun guys, thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo. And see you again next time sa susunod kong vlog. Bye!